Freunde, zu Korrekt oder Weg das Quiz mit Tisch. Heute mit dem absoluten Multitalent Willi. Der Mann kann alles. Und mein Carla Gonzalo. Um auch hier zu sitzen, weil ihr gerade Langeweile habt und eh nichts zu tun, dann bewerbt euch doch in den Kommentaren mit einer tollen Begründung und schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Job ihr gerne ausführen wollt, ihn aber nicht ausführt, weil ihr zu faul seid oder einfach zu dämlich. Ich wäre zum Beispiel gerne Metzger. Mhm. Daumen nach oben nicht vergessen, Kanal Abo ho-ho-ho-nieren und Glocke aha aktivieren. Soll ich jetzt so weitermachen? So? Gerne. Ja. Wie lautet die Amtssprache in Deutschland? Deutsch. Oh. Wie lautet die Amtssprache in England? Englisch. Wie lautet die Amtssprache in Spanien? Spanisch. Wie lautet die Amtssprache in Brasilien? Portugiesisch. Sauber, bin ich gescheitert. Wer gewann das Finale der Fußball-WM am 18. Dezember 2022? Argentinien. Wer stand neben Argentinien im Finale? Frankreich. Wer gewann bei seiner 5. Weltmeisterschaftsteilnahme und mit 35 Jahren zum ersten Mal den WM-Titel? Leo Messi! Goat! Wie viele Tore schoss Messi bei dieser WM? 7 oder 12? 7. Wie heißen diese berühmten Personen wirklich? Silvi Mais oder Silvi Weizen? Silvi Mais. Selena Stopmes oder Selena Gomez? Gomez. Michael Anfang oder Michael Ende? Michael Ende. Es ist Michael Ende. Gillian Anderson oder Gillian Withouterson? Gillian Anderson. Welcher peitschenschwingende und huttragende Archäologe kehrt 2023 zurück auf die große Leinwand? Indiana Jones. Was ist keine digitale Kryptowährung? Bitcoin oder Spam? Spam. Von wem stammt das Zitat, das Internet ist für uns alle Neuland? Angela Merkel. Tot. Welches Wort stand Anfang 2020 nicht im Duden? Tindern oder TikToken? TikToken. Ach. Was ist gemeint, wenn von Gentrifizierung die Rede ist? Verdrängung finanziell schwacher Bevölkerungsschichten oder eine Durchmischung der sozialen Schichten? Das Erste. In welchem Bundesland hat das Unternehmen Tesla eine Fabrik gebaut? Berlin oder Brandenburg? Bayern. Berlin, oder? Brandenburg. Bundesstaat. Ich war in Amerika gerade. Nee, Bundesland. Okay. Gib ihn, Junge! Kämpf dich an! Achtung! Oh Gott! Gierig. Das ist es nicht. Das ist es definitiv. Tja, wenn man Vita-Welt einmal umfärbt, ändert sich der Geschmack. Du kommst ja gerade vom Training. Erstmal dafür Applaus. Was stand heute an zum Training? Heute nur ein bisschen auslaufen oder auch mal schießen? Oder? Nur taktisch. Ein bisschen aufwärmen. Links, rechts, gucken. Wenn der Ball von links kommt, musst du nach rechts sprinten und geradeaus wie ein Pfeil. Genau. Ich habe ja am Anfang gesagt, du bist ein Multitalent. Du bist ja wirklich, du bist Streamer, du bist Fußballer, Unternehmer. Was würdest du sagen, wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du beruflich? Was würdest du antworten, wenn du einen Begriff nennen müsstest? Student. Sauber. Ich studiere Bitches. Gonzalo, nochmal riesen Applaus. 22 Jahre aus Frankfurt. Du hast einen Spitznamen, oder? Wie nennt man dich? Gonzo. Gonzo, geil. Ist Gonzo nicht auch eine Porno-Rubrik? Ich wollte gerade sagen. Ja, will ich jetzt nicht dazu äußern. So, du studierst Wirtschaftsinformatik. Genau. Was bedeutet das? Das klingt für mich tierisch kompliziert. Ist es nicht. Das ist so eine Symbiose aus Wirtschaft und Informatik. Wenn man halt nicht so gut Informatik kann, macht man halt das. Kann man halt ein bisschen nachfragen. Also warst du nicht gut genug für Informatik? Nein, aber das ist ein bisschen viel zu viel Mathe dabei. Ja, also, das ist viel zu anstrengend. Und was würdest du dann irgendwann, wenn du ausstudiert bist, ausgelernt bist, Wirtschaftsinformatiker? Dann weiß ich sozusagen, was die Informatiker machen und kann denen sagen, yo, mach dies und das, bekomm mit mir dies. Du kannst quasi Chef werden. Sozusagen. Okay, alles klar. Ist auch dein Plan, irgendwann mal so eine Firma zu führen? Nee, Ich habe Tipps für dich später. Okay. Wahrscheinlich beim Wort Symbiose abgeschaltet schon. Die beste Symbiose ist die aus Mayo und Ketchup. Weiter geht's. Für welches Land wurde im Jahr 2010 zum ersten Mal der Euro-Rettungsschirm aufgespannt? Griechenland! Ja! Jeder hat ihn schon mal gesehen. Doch was ist der große Fleck auf dem Jupiter? Ein Ozean oder ein Sturm? Ein Sturm.
Wann veröffentlichte Albert Einstein seine Relativitätstheorie? 1897 oder 1905? 1905. In welchem Land spielt der Film City of God? Mexiko oder Brasilien? Sag was. Mexiko. Nein! Ich hab Brasilien gesagt, keiner hört zu. Ziemlich ein Durst, hey. Oder? Nehme ich an. Das ist kostenlos. Voila, gönn dir! Danke, Bruder Herz. Gluck, 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 schluck, voll in der Wagen, das Ding. Gluck, gluck, gluck. Wow! Lecker! Bei welchem Verein spielst du nochmal? Wie heißt der? Althof Mannheim. Hallo. Mannheim! Die harte Tür! Bülent Ceylan schon mal da an der Seite. Ey, Mama, da! Ich bin der Supertürk! Wer ist das? Bülent Ceylan? Ist nicht? Der so macht. Ja! Die harte! Mit der Melle! Ja. So, du hast die Nummer 2, du bist Verteidiger. Links oder rechts? Rechts. Rechts. Dennis, was hast du? Oh, hättet ihr euch mal gegenseitig. Scheiße! Was reizt dich am Verteidigen? Den Gegner die Lust am Fußball nehmen. Aha. Das hat mich auch immer gereizt. Das Abgrätschen fand ich immer toll. Und ich kam wirklich über meine extreme Schnelligkeit. Also, ja, wirklich. Ich bin also sehr würdest schnell. Du sagen, die Stärke ist deine Schnelligkeit? Und mein immer Einsatz zeigen und Körperlichkeit und sowas. Hast du 2024 schon was vor? Hansi, du brauchst mich. Hast du meinen Schlotterbeck raus? Hast du die Nummer vom Hansi? Ja. Ah! Konntest du auch? Leider nicht. Okay, reden wir mit Willi weiter. Also, du hast bei WhatsApp, also du hast... Nein, ich hab... SMS, nur SMS. Hansi kennt mich. Ah! Dann frag mal, warum ist der Schlotterbeck dabei gewesen? Ja, genau. Schlotti, super Typ. Glaubst du, Hansi Flick ist schuld an dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft? Mannschaftssport. Brauchen wir Kloppo? Mannschaftssport. Alle waren scheiße. Alle waren Vom Kacke. Neuer bis zum Typ da vorne, Mario Gomez da vorne. Jeder war scheiße, ja. Welche Religion hat mit rund einem Drittel der Weltbevölkerung die meisten Anhänger? Katholisch! Was, Junge? Was? Christen! Ach so, ja, gut. Ja, das war die falsche Antwort. Und hau ihn weg. Schmecke lasse. Jetzt wird's richtig lecker. So, neuer Shot. Wir spielen noch eine Runde, Gonzo. Dann gibst du das Geschenk geben. Wir machen noch eine Fix hinterher. Ein Zoll entspricht wie vielen Zentimeter? 2,54 Zentimeter oder 3,61 Zentimeter? 2,54. Du hast alles! Wie nennt man die Ureinwohner Australiens? Aborigines. Hey! Wie viele Schornsteine hatte die Titanic? 6 oder 4? 4. No! In wie vielen Metern Tiefe liegt die Titanic? 3.800 Meter oder 5.200 Meter? 5.200 Metern. Gut. Das muss man wissen, eine Meinmeldung. Hast du die N24 geguckt oder NTV? Immer wenn auf TikTok mir diese Videos angezeigt werden, wo die Leute so Titanic absteigen, muss ich immer heulen, echt. Ich klicke immer nicht interessieren. So, kommst du. Geschenke her. Auf Weihnachtsmarkt hab so ein paar. Was steht da? Bitte nicht stören, Träume von Düsseldorf. Ja. Warum bist du nicht bei der Fortuna angestellt? Ja. Will die dich, die Fortuna? Soll man für dich mal werben? Frag mal nach. Fortuna, hier ist der Spieler. Bulldog. Intelligenztest hier, echt, ey. Das ist ja der Hammer, sogar mit Saugnapf. Das ist mir ganz aufgefallen. Kann ich hier hinten am Hintern kleben. Das ist ja wunderbar. Welcher deutsche Formel-1-Pilot gewann 2016 den WM-Titel? Nico Rosberg. Der Typ ist allwissend. Der wurde gebrieft. Wer war in der Filmreihe Fantastische Tierwesen neben Mads Mikkelsen noch in der Rolle des Gellert Grindelwald zu sehen? Christian Ziege. Keine Ahnung. Was? Johnny Depp. Hätte ich gewusst. Echt? Ist das widerlich. Gonzo, ich habe noch was über dich hier herausgefunden. Und zwar hast du in der Netflix-Serie als Statist mitgewirkt, unter anderem bei Riverdale. Yes, sir. Echt? Was hast du gemacht? Ich war Highschool-Student, bin da einfach durchgelaufen bei so einer Abschlussparty, bei so einem Prom. Wie passiert denn sowas? Wie bist du da reingeraten? Nach Abi wollte ich Auslandsjahr machen. Bin nach Kanada gegangen, weil jeder geht nach Australien. Und in Kanada sind ein paar Sachen legal, die hier nicht legal sind. Und dann hat man... Geschlechtsverkehr. Ja. Und da werden halt alle Serien und Filme gedreht. Und ich habe mir gedacht, bewirb ich mich bei einer Agentur. Eins hat zum anderen geführt, auf einmal war ich... Hast du die Stars auch gesehen dann? Die waren direkt hinter mir, aber ich bin fast gar nicht zu sehen in der Szene. Es wird Zeit für einen Toast.
darauf, dass wir die verrückte Stadt überlebt haben und auf eine unvergessliche Nacht. Und ich habe so, was? Bei Sportlern oder Musikern ist gerne mal vom GOAT die Rede. Wofür steht die Abkürzung G-O-A-T? Ziege. Greatest of all time. Ach, so meintet ihr das? Ja. Das ist ja geil. Das ist ja auch gar nicht peinlich. Aber dachtest du die ganze Zeit, Messi wird als Ziege betitelt im Internet? Nein, nein. Ja, ich verstehe. Ja, okay, top. Und zieh mir die Zapf. Rein in den Schlund. Zapf, zapf. Gottlos. Wie alt bist du jetzt eigentlich? 24. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass du vielleicht bei der EM im eigenen Land aufläufst, wenn du jetzt extrem gute Leistung bringst? Das ist die Möglichkeit. Krass. Kannst du gut hochhalten? Kann man das als Fußballer? Ja. Ich kann das nämlich gar nicht. Wie oft kannst du hochhalten? Wie mal? Kannst du bitte zum internationalen Superstar werden und wir halten weiter Kontakt? Ja. Das wäre richtig ja, geil. Ja. Ja. Wie gewohnt, ne? Durchwachsen. Die Performance. Was öffnet man mit einem Rambock? Eine Tür! Ja! Aus welchem chemischen Element besteht Ozon? Ozon? Das macht gerade Schmitz. Ha, ha. Aber was wär's? Was wär's gewesen? Sauerstoff! Ah. Okay. Jetzt musst du auch dran. Lecker! Du bist ja auch Fußballer, habe ich mir sagen lassen. Du spielst gerne Fußball. Welche Position hast du damals bekleidet? Verteidiger und dann auch Stürmer. Umgebaut quasi vom Verteidiger zum Stürmer. Wie kam's? Ich bin richtig schnell, aber beidfüßig schlecht. Das ist das Problem. Alles klar, wie unser Nationalspieler. Ich glaube, dass ich bei der EM in meinem Land Torhüter sein werde. Danny war ein Torwart und hat in einem Spiel wie viele Gegentore bekommen? 33 Gegentore. Mecker mal den Willi an, nachdem er die Scheiße gebaut hat. Willi, raus! Ich hab Fragen. Ich wurde allein gelassen. Ich hab gegen die A-Jugend gespielt. Ich war 33 Mal. Warum kann ich hier so machen? Warst du 90 Minuten im Tor? Ja. Ich war 90 Minuten. Wie schlecht. Ich hab alles rausgeholt, was man rausholen kann. Das Tape existiert sogar noch. Nee, existiert nicht. Okay. Bist du Olympia? In welchem Land wurde die Band AC/DC gegründet? Amerika. Keine Ahnung. Australien! Gegentor 34. Rainer. Von wem stammen Hits wie Bonanza, Smack That und Lonely? Ecken. Ja! Welche Insekten schmecken mit ihren Füßen? Schmetterlinge oder Bienen? Schmetterlinge. Oh, wow! Verdammt! Welches Tier trägt den Namen Rotfeder? Ein Fisch oder ein Vogel? Ein Vogel. Es war doch klar, dass das ein Fisch ist, du Vollidiot. Wieso denn? Ja, wegen Feder. Das war eine Trickfrage. Sauf. Und raus. Ja, oh, sauf und raus. Oh, jetzt habe ich mir ganz viel versaut. Tja, liebe Freunde, es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle wieder versagt habe. Aber bleibt mir weiterhin treu und folgt mir auf Instagram. Ja, okay, alles klar. Jetzt stehen Gonzo und ich im großen Finale und wir spielen entweder Olo. Britney Spears oder Christina Aguilera. Oops, I did it again. Spears. Genie in a Bottle. Aguilera. Toxic. Spears. Baby One More Time. Spears. Beautiful. Aguilera. Dirty. Aguilera. Crazy. Aguilera. Nein! Nein! Der ist etwa 5 Jahre ein Christina Aguilera, oder? Trink erstmal und dann kommst du hier gefeiert. Hau ihn weg. Und damit gewinnt Gonzo. Korrekt oder weg das? Fisch. Mit Fisch. Riesenapplaus. Hier ist die goldene Fischplatte. Hier nimm die Halsschere nach oben. Ja! The Tale goes to Hollywood. Yeah. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle natürlich einen saftigen Applaus für Willi. Hey. Hey. Nationalmannschaft, Nationalmannschaft, DFB, wacht auf da! Oben gibt's ein Video von Hype Culture, und zwar Trikots, Trainingsanzüge und Deutschrap.
Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder weg, das Quiz mit Tiege. Tschö.